So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Minecraft Mega Projekt und das müsste, glaube ich, jetzt die 54. Folge sein. Und ich muss erstmal nochmal in Minecraft reinkommen hier. Ich spiele das viel zu wenig irgendwie in letzter Zeit. Aber auf jeden Fall, ich habe mir überlegt, ich mache jetzt mal nochmal eine Mega Projekt Folge. Und in der letzten Folge waren wir dabei, hier quasi den Weg hier weiter auszubauen oder den Weg erstmal anfangen hinzumachen und das machen wir jetzt einfach auch weiter. Ich guck mal kurz, wie viel ich das auf der anderen Seite hatte. Ich glaube, es waren irgendwie 3 Abstand oder so zwischen den, ja, 3 Abstand, gut, dann machen wir das jetzt auch da hinten mal. Dann müssen wir natürlich jetzt hier die Fläche noch, die hier ist, auch wegmachen. Hatten wir eigentlich noch eine angebrochene Spitzhacke, eine Schaufel, ne, hatten wir nicht. 1, 2, 3 Abstand, 1, 2, 3, 4 war ja der Weg groß, wenn ich mich nicht täusche. Dann kann das hier alles ja weg. So. Können wir das alles schon mal wegmachen. Natürlich mache ich das noch rund, aber ich mache das jetzt erstmal einfach nur für die Form. Habe ich ja, glaube ich, in der letzten Folge auch schon gesagt. Und wir brauchen, glaube ich, eh noch ganz viel polierten Diorit. Wir haben ja einfach gar nichts mehr. Das heißt, das müssen wir eigentlich farmen gehen. Aber wir machen jetzt erstmal hier noch ein bisschen den Weg hier frei. Ich mache das jetzt einfach erstmal so, dass man schon mal hier so den Weg hat, wie es eigentlich aussehen sollte. Und dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwas haben. Wenn nicht, müssen wir halt farmen gehen. Das überspringe ich dann, denke ich mal, das Farmen vom Diorit und so, weil ich glaube, das recht unnötig ist. Ich habe ja gesagt, Alter, mein Inventar ist so voll. Dann machen wir doch mal gerade hier eine Schalker-Box. Nehmen wir doch mal, machen da die ganze Erde rein. Zumindest mal einen Großteil davon. So. Dann können wir hier weitermachen. Machen wir das doch auch einmal weg. So, dann müssen wir natürlich hier den ganzen Wald irgendwie auch noch wegmachen, weil hier ist schon jetzt sehr viel Berg und alles. Vielleicht machen wir auch irgendwas anderes dann dahin. Vielleicht können wir da ein bisschen irgendwas mit der Natur machen, mit dem Berg. Aber wir werden einfach mal sehen, wie es dann später aussieht. Vielleicht lasse ich es auch einfach so, aber eigentlich mache ich das ungern, einfach die Sachen so lassen, weil das eigentlich recht hässlich noch aussieht, muss man sagen. So, dann haben wir das einmal fertig. Dann brauchen wir jetzt natürlich nur noch den Diorit. Ich verwechsel das immer alles so heftig. So, dann gehen wir mal gucken, ob wir überhaupt noch was haben. Ich gehe mal gucken, ob wir noch was an Diorit haben, aber ich bezweifle das. Ich glaube nicht. Eigentlich dürfen wir, glaube ich, nichts mehr haben. Ja, hier waren nur die Farmsachen drin und hier ist wahrscheinlich auch nichts mehr drin. Jupp. Gut, das heißt, dann müssen wir farmen gehen und mache ich die Sachen jetzt einfach gerade mal da rein. Den Rest lasse ich einfach mal so. Ich lasse jetzt einfach alles hier so drin. Ich habe ja die Schalkerboxen dabei. Essen habe ich auch noch ein bisschen dabei. Ich glaube, dann nehme ich auch mal lieber noch was mit. Denke ich mal. Wäre, glaube ich, eine gute Option. Da muss unser Essen drin sein. Das ist alles natürlich nicht gebraten. Aber hier haben wir noch, dann nehmen wir das dann noch mit. Und ja, dann würde ich sagen, mache ich hier einen kleinen Cut rein. Und dann sehen wir uns einfach wieder, wenn ich ein bisschen gefarmt habe. Dann würde ich sagen, ich gehe noch am besten einfach da hoch. Ich geh hier hin. Ich bleibe hier stehen. So, hier bleibe ich stehen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach gleich wieder. Und dann bis gleich. So, und da sind wir jetzt nochmal und ich habe jetzt einfach mal ein bisschen Diorit gefarmt, denke ich mal. Das müsste eigentlich reichen für das, was wir eigentlich machen wollen. Oder ich hoffe mal, das reicht. Das war eigentlich die falsche Chest. Ich muss jetzt da mal noch den ganzen Kram machen, den ich noch so nebenbei gesammelt habe. Es war nicht viel, also ich habe wirklich nur so gerade ganz kurz mal oberflächlich was gesammelt. Und dann machen wir uns jetzt einmal noch gerade hier den polierten Diorit nochmal draus und dann machen wir noch den Weg fertig. Und dann mal gucken, wie viel Zeit wir da noch haben. Dann schauen wir, was wir danach noch machen werden. Und ja, das dauert jetzt wahrscheinlich erstmal 10 Stunden, bis das jetzt mal alles vercraftet ist. Warten, warten, warten. 90% fertig. Ja, gleich haben wir es ja geschafft. Und fertig. So. Dann würde ich sagen, gehen wir auf die Seite und fangen einfach mal an, alles auszulegen. Ich hätte eigentlich so viel Essen gar nicht mitnehmen müssen. Das, was ich eigentlich hatte, hat eigentlich gereicht.
Ich denke irgendwie immer manchmal, dass man viel, viel mehr Essen verbraucht, als ich eigentlich denke. Aber in Wahrheit habe ich irgendwie, glaube ich, nur zweimal kurz was gegessen, aber ich habe nicht mal 5 Keulen verloren oder so im insgesamt. Ich habe halt nur was gegessen, weil ein paar Zombies auf mich draufgeklatscht sind und ja, deswegen habe ich ein bisschen Leben verloren, deswegen habe ich danach auch immer was gegessen, aber im Endeffekt habe ich eigentlich nicht viel Keulen verloren. Und ich hoffe mal, dass diese 10 Stacks oder wie viel das jetzt waren, dass die reichen. Das, was da noch so hässlich ist, gerade das, was ich, wo ich mich verbaut habe, das mache ich gleich weg. Keine Angst. Aber ich denke, das sollte eigentlich alles reichen. Dann können wir da noch schön ein paar Beete hinbauen. Blumenbeete und so. Dann machen wir erstmal hier so das Äußere. Und ich will, glaube ich, denke ich, auch noch eine Hecke hinmachen. Eine Hecke ist immer toll. Die verbraucht Platz. Die macht alles ein bisschen abgerundeter, sage ich mal. Aber ich glaube, das kriegen wir schon halbwegs ordentlich hin. Dann müssen wir halt hier die ganze Fläche eben machen und dann gucken, wie wir das machen. Das dauert halt. Das wird wahrscheinlich dauern. Das werde ich wahrscheinlich auch alles offscreen machen. Gehe ich mal davon aus, wenn ich das hier alles ein bisschen eben mache, damit ich da alles hinklatschen kann. Oh, Alter, so viel hätte ich gar nicht gebraucht. Ich dachte, ich hätte viel, viel mehr gebraucht. Jetzt habe ich noch so viel. Boah, schmeißen wir alles in die Lava, brauchen wir alles nicht mehr. Nehmen wir Spaß. Aber ja, ich hätte echt gedacht, dass wir viel, viel mehr noch bräuchten. Ich dachte, das wird echt mehr verbrauchen. Naja, egal. So, dann gehen wir mal hin und machen mal noch, war hier noch das drin. Ja, 10 Stück Sandstufen. Haben wir nur noch 10 Stück davon? Ich gehe mal noch in unserem Lager gucken. Mal, hatten wir oben eigentlich noch eine Chest? Ich glaube, oben war auch noch eine Chest. Ja, da ist auch noch eine Schalker Box. Da ist aber nichts drin, was wir jetzt gerade brauchen würden. Dann gehen wir einmal nach unten und gucken, ob wir irgendwo noch Sandstufen haben. Wenn nicht, muss ich davon auch noch ein paar farmen. Muss ich nur noch Sand holen. Von irgendwo. Ja, wir brauchen Sand. Gut. Dann wird. Aber ich glaube, das mache ich jetzt nicht die Folge. Ich baue jetzt gerade noch die 10 Stück, die ich hier habe. Und dann machen wir, glaube ich, schon mal ein bisschen von der Fläche eben, die wir noch brauchen. Hier auf der Seite war alles. Ja, da haben wir alles gemacht. Ein Abstand hatte ich immer dazu. Da habe ich, glaube ich, da habe ich nichts hingemacht, oder? Ich glaube, auf die Seite hatte ich auch nichts gehabt. Ich gehe mal nochmal kurz gucken. Aber ich glaube nicht. Naja, Gott, haben wir nichts gemacht. Ich wollte nur nochmal sicher gehen. Nicht, dass ich da irgendwas falsch mache. So, und dann auch 1, 2, 3. Und hier kommt dann auch noch hin. Das heißt, hier fehlen noch 2. Und dann hier halt noch alles fertig machen. Und wo ist jetzt diese Spinne? So, dann gucken wir mal. Wir müssen eigentlich nur auf der Seite müssen wir nicht unbedingt was wegmachen. Vielleicht hier noch da ein bisschen wegmachen. Hier müssen wir den Berg hier noch zum Teil wegmachen. Dann machen wir den jetzt mal gerade weg, würde ich sagen. Hier ist schon was drin. Hier ist noch nichts drin. Ja, wir gucken erstmal, wie es aussieht. Ich würde auf jeden Fall sagen, bis hierhin machen wir mal alles weg. Natürlich versuche ich das dann immer noch so halbwegs natürlich zu lassen. Oder versuche halt natürlich nochmal darzustellen. So, erstmal hier das alles schon mal wegmachen. Und so, da sammeln wir auch gerade schon ein paar Blumen für die Dekoration und alles Mögliche. Dann müssen wir das später nicht mehr so heftig machen. Ich habe so viel Erde. Die sollten mal irgendwie machen, dass man Erde komprimieren kann und das dann irgendwie zu Stein machen kann oder zu irgendwas anderem. Oder dass da Erze rauskommen oder sonst was. Keine Ahnung, das wäre mal auch ganz geil. Dass man irgendwie so ein bisschen Rohstoffverwertung machen kann, weil man so viel hat, dass man weiß ja gar nicht, wo man das alles lagern soll. Aber jetzt sind wir erstmal auf das Aquatic-Update gespannt. Dann kann ich eigentlich schon wieder eine neue Welt machen, was eigentlich traurig ist. Außer ich erkunde die Map jetzt nicht. Und dann müsste das eigentlich alles später noch generieren, rein theoretisch. Wenn das so ist, wie es bisher war. Dann generiert eigentlich immer das Neue dazu, sage ich jetzt einfach. Und dann kann ich auch in der Welt hier bleiben. Deswegen gehen wir am besten nicht so hart auf Erkundungstouren. Denke ich mal. So, unser Inventar ist vollgeklatscht. So. Klatschen wir das erstmal raus. Machen hier mal das Ganze, den ganzen Diorit rein.
Und dann sammeln wir hier das mal alles schön auf. So. Das einmal aufsammeln. Dann machen wir das hier noch weg. Oh, da ist noch ein Ei. Blub, können wir eine Hühnerfarm irgendwann machen. Ich glaube, wir haben mittlerweile schon recht viel Eier eigentlich. Obwohl ich noch gar nicht nach denen so gesucht habe, aber ist ja auch immer gut. Wenn man schon mal im Voraus so ein bisschen was hat. So, dann machen wir den hier noch weg. Den hier können wir noch wegmachen. Hier machen wir das da noch weg. Dann machen wir dann die drei hier noch weg. Und dann sieht das eigentlich noch mal halbwegs natürlich aus. Denke ich mal. Das machen wir noch weg. So. Dann müssen wir halt hier noch den Stein wegmachen. Machen wir das hier mal gerade noch weg. Und dann wächst da ja wieder Gras über die Sache. Und dann sieht das nochmal halbwegs ordentlich aus, denke ich mal. Ja, kann man, denke ich, lassen. Und dann müssen wir jetzt natürlich noch auf die Seite hier gehen. Und gucken, dass wir da noch ein bisschen was wegmachen, weil hier könnte man rein theoretisch noch so viel hinmachen. Ist noch ein Ei? Oh, noch ein Ei, Alter. Warum sind da so viele Eier? Wir sind ja Überproduktion hier. Massenproduktion von Eiern. Hier habe ich ja schon mal was weggemacht. Da machen wir auf jeden Fall bis hier, denke ich, mal weg. Aber ich will auf jeden Fall noch wie so einen Vorbereich, so einen Vorgarten, sage ich jetzt einfach mal, machen. Oder halt einfach Grundstück halt, wo ich irgendwie so die Parkplätze hinmache mit einem riesen Brunnen und so einem ganzen Kram. Also das soll schon recht realistisch aussehen. Wir gucken einfach mal. Ich werde wahrscheinlich schon allein für das alles hier irgendwie 10 Jahre brauchen. So, dann machen wir das mal noch alles hier weg. Danke. So, dann geht das alles weg. Dass wir erstmal hier ein bisschen Platz haben. So. Jetzt wird es auch schon wieder Nacht. Kann ich mich gleich schon wieder pennen legen. Das noch alles weg. Ich glaube, hier können wir eigentlich so ziemlich alles fast wegmachen irgendwie. Das wird eine Arbeit. Aber wir haben jetzt wenigstens Effizienz 3 auf unserer Schaufel und so. Dann geht das nochmal alles ein bisschen schneller. Und unser Inventar ist voll. Alles klar. Dann können wir gerade noch eine Chest anlegen. Ups, hab falsch hingemacht. Und jetzt regnet es noch. Gut, dass es gerade Nacht wird. Ich hasse nämlich Regen in Minecraft. Weil nämlich dann können wir uns gerade schlafen legen. Und dann hört es ja schon auf zu regnen. Und fertig. Ja, ich lasse das Bett einfach mal gerade da stehen. Natürlich müssen wir hier auch noch den Wald abholzen und alles. So, dann haben wir das noch auf. Das kann weg. Weißt du, ich will hier ein Loch zumachen, mach dann noch 10 Löcher rein. Aber erstmal alles aufsammeln. So. Und das noch weg. Das kann weg. So, dann haben wir es jetzt erstmal so. Das ist, glaube ich, ganz okay jetzt. Fürs Erste, das sollte eigentlich mal reichen. Dass wir hier schon mal ein bisschen Platz haben. Und der Rest ergibt sich dann, denke ich mal, noch im Laufe. So. Müssen wir hier die Teile noch wegmachen. Hier das ganze Gras. Danke. So, und das war noch ein bisschen weg. Das machen wir noch weg. Und hier vorne können wir auch schon mal was wegmachen. Kommt das hier weg. Und hier die paar Blümchen können wir auch noch wegmachen. So, und dann sollen wir Wald abholzen. Nee, ich glaube, wir machen uns jetzt mal eine Schere. Oder wir haben, glaube ich, schon eine Schere. Und dann muss ich überlegen, was für ein Baum, aus welchen Blättern ich am besten die Hecke mache.
Aber ich denke, ich mache die aus Eichen. Aus Eichenholzblättern. Das ist, glaube ich, die beste Lösung, weil die sind eigentlich noch am. Hier sind viel zu viele Spinnen drin. Ich habe hier doch schon alles ausgelöscht. Also Mobs generell. Ist halt ein Keller. Was soll man vom Keller alles schon erwarten? Überall nur Zombies und Scheißdreck. Du wirst sterben. So. Dann ordnen wir jetzt noch das alles ein und dann bereiten wir uns schon mal vor, für die Blätter alle abzufarmen. Das mache ich dann. Ah, hier ist alles voll. Hier nicht mehr. Das war alles die Kiste für den Diorit. Das können wir dann auch alles schon mal hier reinmachen. So. Andesit können wir auch hier reinmachen. Pflasterstein ist hier alles voll. Machen wir das schon mal hier rein. Können wir. Haben wir die schon mal? Was war hier alles drin? Da war auch noch ein bisschen Stuff drin, der unwichtig ist bis jetzt. So, die ist leer. Die ist leer. Ah, hier haben wir schon ein paar Blümchen. Da haben wir ja schon mal alles. Ich vergesse auch viele Sachen immer. So, dann können wir auch hier die ganzen Mobkram da schon mal nochmal reinmachen. Hier ist dann das. Ah, das war hier. Das kommt da rein. Schießpulver haben wir auch einzeln gehabt. Zuckerrohr, hatten wir das irgendwo hier eingeordnet? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir hatten das nirgends drin. Aber hier können wir das noch reinmachen. Haben wir hier noch was? Hier hatten wir aber keine Schere, gar nichts, sind nur Chests. Da ist noch Knochenmehl, Eier. Wo hatten wir eigentlich die Eier überall alle hingemacht? Haben wir die hier zu essen gemacht? Ja, hier haben wir Eier. 10 Stück. Ist ja schon mal was. Haben wir hier noch einen Pfeil. Wo sind die Knochen? Ja, die habe ich hier unten drin. So. Dann haben wir den Teil schon mal ordentlich halbwegs gemacht. Dann kommt das noch da rein. Das kommt alles hier rein. Dann die nächste Kiste. Noch mehr Erde für uns. Und noch ganz viel polierten Granit. Und ein bisschen Kohle. So. Erde. Erde erstmal hier voll machen. Dann der ganze Granit. Können wir auch hier reinklatschen. Ach komm, machen wir einfach gerade so. Ich glaube eh, dass wir hier genug haben. Um das alles halbwegs aufzufüllen. Dann noch mehr Erde. Und dann ist die Folge eigentlich schon vorbei. Wenn wir das hier alles geordnet haben. Hier ist noch Erde drin. Hier ist jetzt überall nichts mehr drin. Das ist schon mal gut. Und noch mehr Erde. Aber die Erde kann man immer gut als Filmmaterial benutzen. Also es ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir so viel haben. Weil eigentlich später geht die Erde schneller weg, als man eigentlich gucken kann. Würde ich sagen. Die ist dann schneller weg, als man wirklich gucken kann. Und dann wird es halt ein bisschen kritisch. Hier sind auch noch 16 Eier drin. Können wir das noch da reinmachen? Machen die anderen Eier, wo waren die jetzt drin? Hier oben. Machen wir die anderen Eier noch hier rein. Und ja, dann können wir das nochmal zurück machen. Behalten das erstmal. Und den Rest, den sortiere ich dann einfach noch in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.